Hallo und willkommen zu dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Heute nicht aus Rheinhessen, sondern aus Bochum, aus dem Garten von Oliver Sievers. Und Oliver hat was gezaubert. Und was ist das? Das ist ein Petit Roast. Den haben wir selbst zugeschnitten aus dem ganzen Entrecote. Und den gibt's auf einen gegrillten Salat. Wie das geht, das seht ihr in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! So, hier seht ihr jetzt die Zutaten, die wir für das Petit Roast auf Salatbett brauchen. Was haben wir da alles, Olli? Ja, wir haben hier Salatherzen, Romaner Salatherzen, dann haben wir Avocado, dann haben wir zwei verschiedene Kresse-Sorten, dann haben wir schöne kleine Rispentomaten, Olivenöl und das ist hier aus dem türkischen Supermarkt Granatapfelsirup. Ganz toll, solltet ihr euch mal zulegen. Schmeckt großartig, ich habe es gerade probiert, das ist wirklich gut. Dann haben wir ein Stück spanischen Hartkäse, ne, da könnt ihr auch jeden anderen nehmen, was ihr wollt. Und dann haben wir als Gewürz für den Braten Hashtag Wieselpower und Salz und Pfeffer brauchen wir. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Und natürlich den Star des Ganzen. Ja, gut. Ja, ein fantastisches, das ist das Centerstück sozusagen aus dem Ribeye oder aus dem Entrecot. Wie man das auslöst, das verlinke ich euch auch mal unten im Video rein. Da haben wir gezeigt, wie man das macht. Und das solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, denn so ein Ribeye bzw. ein Entrecot hat wirklich ganz, ganz verschiedene Schnitte, die man rauslösen kann, um etwas völlig Neues zu machen. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Jo. Ja, wir haben jetzt hier das wunderschöne Stück Rindfleisch, selbst zugeschnitten, das verlinken wir euch ja, das sieht man. Ganz toll in der Marmorierung, wunderbar. Für deutsches Rindfleisch, tipptopp würde ich sagen. Da geben wir jetzt nur ein ganz bisschen Olivenöl drüber. Das reicht sicherlich schon für beide Seiten oder für alle Seiten. Geht ja einfach nur darum, dass die Gewürzmischung besser anhaften kann. Genau, tut dem Brett auch ganz gut. Ja. Auf hier. Nehmen wir hier. Das ist tatsächlich unsere eigene Mischung von der Barbecue Wiesel. Also nicht einfach nur, wo unser Name drauf ist. Ja, da sieht man den KCBS Rubber, ne? Immer die Hand an der Seite, damit nichts vorbeigeht. Guckt ihr euch an. Ja, bei Meisterschaften ist das, muss man da sehr drauf achten. Ne? Aber der Wind ist ja schon. Der Wind hilft, ja. Ich sehe den extra. Schön alle Seiten. Der Geschmack muss überall ran. Aber wir werden das hinterher noch nachwürzen. Das ist nur, damit es außen eine schöne geschmackliche Kruste bekommt. Ne? Schöne Farbe. So, nochmal ganz wenig hier drauf. So. Und so packen wir das Teil jetzt auf unseren Kamado Joe. Wir haben unseren Grill vorgeheizt, auf 170 Grad in etwa und da legen wir jetzt unser schönes Stückchen Räucherholz rein. Schön. Erle, für mich, wie gesagt, bei Rindfleisch sehr angenehm. Lege ich da schon rein in die Glut. Ah, wunderbar. Dann knall ich wieder auf komplett indirekt. Zack, zack. Ja, fängt direkt an, ne? Fängt direkt an, wunderbar. Ja. Jetzt warten wir eine Sekunde und dann legen wir den Braten rein. Hier ist das gute Stück. Sieht wunderbar aus. Ach, riecht jetzt schon gut. So, den verkabeln wir jetzt auch noch. Ich verkabel den immer so, dass ich quer quasi reinstecke. Dann habe ich nicht in jeder Scheibe hinterher ein Loch, sondern nur in einer. Die kriegt dann die Schwiegermutter. So, das Ganze ziehen wir jetzt bis zu einer Temperatur von, ich würde mal sagen, so 55, 56 Grad vielleicht. Ja, und dann ist der Braten auch schon fertig. Sehr schön. Während unser Braten jetzt auf Kerntemperatur zieht, kümmern wir uns um die Beilagen. Ja, wir fangen an. Ich grill wieder eine schöne Paprika. Das heißt, ich schneide mir die wieder schön in Stücke. Schäle die dann und dann wird die rundherum gegrillt und hinterher in Scheiben oder in Streifen geschnitten, besser wird. Paprika sind fertig, dann nehme ich die Avocados. Ja, das reicht. Die Salatherzen, die schneiden wir nur in der Mitte einmal durch und grillen die dann gleich so an. Wir nehmen nur die äußeren Blätter weg, die nicht so schön aussehen. Ein bisschen ab.
das können wir auch hinterher noch machen. So, das kommt jetzt alles mit auf den Grill, wird quasi angeröstet und ist danach schon für den Salat schon bereit. Die Tomaten sind wir so, wie sie sind, die legen wir einfach so drauf, lassen die ganz leicht anrösten. So, wir haben jetzt hier unsere Salatherzen, der Grill ist schön warm und grillen wir erstmal von der Innenseite ein bisschen an. Nicht zu heiß werden den Grill, sondern sonst verbrennt uns das zu schnell. Die Avocado kommt mit drauf. Paprika natürlich auch. Und die Tomaten auch. Aber Olli, da liegt ja nur Gemüse auf dem Grill. Ja, das ist ja der vegane Grillkurs hier. Ja. So. Nun kann man noch ein kleines Stückchen Fleisch dazu. Genau, jetzt lassen wir erstmal 5 Minuten oder 3 Minuten in aller Ruhe. So, wir haben es jetzt ein paar Minuten angegrillt und jetzt gucken wir mal, wie es aussieht. Ah ja, perfekt. So wollen wir es doch haben. Schön ein bisschen Röstaromen. Genau, aber wirklich ganz leichte nur. Ja, ne? Genau. Ja, ja, soll ja nicht verbrennen. Ja. Schön weich ist er mittlerweile ein bisschen geworden. Tipptopp. So, die Tomaten lassen wir noch so. Drehen wir auch ein bisschen um. Nochmal die Avocado. Ja, sieht gut aus. Alles so, wie wir das möchten. Noch 2-3 Minuten, dann können wir das im Prinzip schon fast runternehmen. Die Tomaten, die sollen ja auch nur ein bisschen warm werden und gar nicht groß vergrillen oder irgendwie sowas. Ja, nur, dass sie gut zum Salat passen. So, den Salat nehmen wir jetzt schon mal runter. Der hat genug Hitze bekommen. So, kann ein bisschen abkühlen. Legen wir die Tomaten jetzt ein bisschen mehr auf die Hitze. Den nehmen wir indirekt hin. Sieht schon gut aus. Ja, der Salat, der ist jetzt hier quasi fertig. Da schneiden wir nur jetzt ganz trockene Zeug weg. Und dann schneiden wir den schön in Streifchen. Ja, schön zart das ganze Zeug. Und legen wir dann hier in die Schale rein. Das ist das Bett für unseren Salat. Jetzt kommt die Paprika da drauf. Bitte schön. Danke. Und so soll die auch sein. Also leicht karamellisiert, bisschen süß, aber ohne große Röstaromen. So. Dann haben wir jetzt ja noch die Tomaten und die Avocados. Ich würde erstmal die Tomaten nehmen. Unten so ganz leichte Spuren, genau, richtig schön warm. Und die zipfen wir jetzt noch ab und legen die im Ganzen drauf. Das legen wir schön dekorativ da in die Ecke. Und dann nehmen wir jetzt einfach Stücke raus mit dem Löffel. Das geht ganz einfach. Haben wir schöne Kresse. Dann nehmen wir. Schneiden einfach hier unten ab. Und schön da drin. Ein paar lassen wir uns für gleich zum Dekorieren. So, untermischen. Ja, jetzt kommt natürlich noch der Hauptdarsteller. Im Prinzip unser Fleisch. Ja, das holen wir jetzt mal und schneiden das in Ruhe an. So, eine gute Stunde ist um und unser Braten ist auf Temperatur, 55 Grad Kerntemperatur und genau da wollen wir ihn haben. Und wie er aussieht. Oh, herrlich. Ja, fantastisch. Herrlich. Wunderbar. Sehr schön. Ich nehme ihn runter und lege ihn dann erstmal zum Ruhen weg. Hier ist unser Braten.
So, Roastbeef-Stück. So, und das schneiden wir jetzt einfach mal an. Das schneiden wir jetzt in dünne Scheiben. Ja, das sieht wirklich gut aus, fühlt sich auch gut an. Ist 2-3 Grad höher geworden, als wir gedacht haben, aber sieht immer noch sehr gut aus. So, jetzt haben wir hier unsere Scheiben, die legen wir schön in der Mitte drauf, dass man sich Salat nehmen kann und Fleisch, wie man möchte. Dazu kommen wir dann jetzt, machen wir noch ein bisschen Käse. Ich habe hier wieder mal einen guten Käse, war ein bisschen fein diesmal. Reicht schon, muss ja nur Geschmack geben. Dann nehmen wir jetzt Olivenöl. Das ist hier ein kaltgeräuchertes. Das ist auch gleichzeitig das Dressing für den Salat. So. Und das, weil das ja auch wunderbar passt wieder. Ich nehme das mittlerweile lieber als Balsamico-Essig, weil man das schon überall hatte. Sag nochmal, was es ist. Das ist Granatapfelsirup aus dem türkischen Supermarkt. Wunderbares Zeug. So, in der Mitte drauf. Ganz Pfeffer oben drauf nochmal. Ja, und das wär's. So, wir haben uns Schälchen besorgt und jetzt gibt es also diesen Petit Roast. Petit Roast, so nenne ich ihn. Ich weiß nicht, ob das wirklich die offizielle Bezeichnung ist, aber so nenne ich ihn. Aufgegrillten Salat. Aufgegrillten Salat. Zum Wohl. Zum Wohl. Oh, das Fleisch, ey, das ist echt ein Knaller. Soll ich nochmal so ein Stück nehmen? Ticken Salz, sonst perfekt. Ja, Ticken Salz, aber auch mit dem Salat zusammen. Eine ganz einfache Geschichte, halt. Da sind viele Zutaten, aber Avocado, Salat. Ja, aber der ganze Braten, Paprika. Ganze Braten reicht für 20 Mann. Ne, wenn man einen schön dünn aufschneidet auf Salat, ja. Ist für eine Party. Schmeckt schön frisch. Richtig gut. Ja, was wollte ich anders sagen? Das solltet ihr auf jeden Fall mal machen und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Video. Wenn dem so ist, wie immer gerne einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnent des Kanals sein, habt ihr jetzt die Möglichkeit, das da oben zu ändern. Das war's für dieses Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank dir, Oliver, Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Das ist großartig. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen und Olli Sievers von den Wieseln. Macht's gut. Ciao.